Hi, I'm Beverly Watkins from South Africa. Hallo, ich heiße Beverly Watkins, ich komme aus Südafrika. And I'm going to continue to talk about how altars create gates. Und ich möchte die Fortsetzung bringen über das Thema, wie Altäre ein Portal öffnen. So we've seen how where we have altars to the living God. Wir haben also gesehen, man kann Altäre bauen für den lebendigen Gott. It establishes a gate through which angels can ascend and descend. Und da wird quasi ein Portal eröffnet, dass Engel auf und aufsteigen können und herabkommen können. And you know why that's important? Und wisst ihr, warum das wichtig ist? Because the angels are there to work with us. Denn die Engel sind dazu bestimmt, mit uns zusammenzuarbeiten. To get our assignments done. Damit wir unseren Auftrag erfüllen können. To help us establish God's kingdom in the earth, um uns zu helfen, dass das Reich Gottes eingerichtet wird oder kommt auf die Erde. So we want to see lots of altars established to the living God. Wir wollen also, dass viele Altäre errichtet werden für den lebendigen Gott. So there is a flow of life out of heaven and into earth. Dass ein Lebensstrom fließt aus dem Himmel auf die Erde. Wouldn't that be cool? Wäre das nicht cool? But I want us to understand that just as altars to the living God create gates. Aber ich möchte auch, dass wir verstehen, dass so wie wir, wenn wir Altäre dem lebendigen Gott machen, dass auch da Portale eröffnet werden. Where there is an altar established to a demonic God. Da wo ein Altar gebaut wird für einen dämonischen Gott. A demonic gate is established. Wird ein dämonisches Portal geöffnet. And this gives authority. Und das gibt for demons to come through that gate, den Dämonen die Autorität, durch diese Portale zu kommen and have influence over areas or over people or families. Und ihren Einfluss zu bringen über Familien, über eine Menschengruppe oder ganze Gebiete. Because the demons and demonic entities that move through those gates, denn die dämonischen und dämonische Wesen, die durch diese Tore kommen, are working to establish the government of the enemy over a region. Sie arbeiten daran, dass die Herrschaft des Teufels aufgebaut wird über einem Gebiet. And this is why having demonic altars established is not good. Und deshalb, wenn solche dämonische Altäre aufgebaut worden sind, das ist nicht gut. Because it's not just about some people who've decided to worship and sacrifice to their God. Denn da geht es nicht nur um ein paar Menschen, die sich entschlossen haben, sie wollen ihrem Gott dienen und Opfer darbringen und ihn anbeten. That's just their private affair and has nothing to do with the rest of us. Das ist ihre Privatsache, das hat nichts zu tun mit den anderen Menschen. Their sacrifice and their worship. Ihre Opfer und ihre Anbetung at that altar auf diesem Altar is establishing a gate, öffnen ein Portal and giving permission und geben damit Erlaubnis for demons to come through that gate, dass Dämonen durch dieses Portal kommen and bring their destruction into our world und ihre Zerstörung in unsere Welt bringen. So just think about this for a moment. Denk einmal darüber nach. On your street, in deiner Straße, wo du lebst, if in your house you're worshiping the living God. In deinem Haus betest du den lebendigen Gott an. But you don't think that's so important. Du denkst vielleicht, das ist gar nicht so wichtig. So you don't have times of worship and times of prayer and sacrifice. Und du nimmst dir nicht so viel Zeit, wirklich den Herrn anzubeten, dem Herrn Opfer darzubringen. So there's no gate established in your home. Und dann wird in deinem Haus quasi kein Portal eröffnet, through which heaven can begin to move into earth. Wo der Himmel auf die Erde kommen kann. But next door to you, aber neben dir, somebody who worships Satan, ist jemand, der vielleicht Satan anbetet. They move in next door to you. Die wohnen an der nächsten Tür neben and dir. Every day they are sacrificing and worshiping Satan. Und jeden Tag bringen sie Satan Opfer und Anbetung dar. And they establish an altar in their house. Und dadurch bauen sie einen Altar in ihrem Haus. Their sacrifice and their worship. Und ihr Opfer und ihre Anbetung is going to begin to open a portal or a gate. Fängt an, ein Portal zu öffnen, that demons can then move through. Durch das Dämonen hereinkommen können auf diese Erde. And those demons are coming to lie, to steal and to destroy. Und diese Dämonen kommen, um zu lügen, zu zerstören und umzubringen. And pretty soon you're going to watch your neighborhood. Und sehr bald merkst du, dass in deiner Nachbarschaft begin to be overrun with crime. Plötzlich Kriminalität zunimmt. Maybe addiction.
Vielleicht kommen Süchte. You start seeing gangs developing. Plötzlich formen sich kriminelle Gruppen. Marriage is falling apart. Und Ehen gehen kaputt. Because there's an altar on your street. Weil es da einen Altar gibt in der Straße, in der du lebst. That is an open gate. Und da wurde ein offenes Tor geschaffen. For demons to come in and do what they want to do. Dass Dämonen hereinkommen können und tun können, was sie wollen. That's not a good situation, ladies and gentlemen. Ihr Lieben, das ist keine gute Situation. But maybe it's giving you an idea. Aber vielleicht bekommen wir dadurch eine Idee. As to why we face some of the things we face in our areas. Warum in unserem Gebiet bestimmte Dinge stattfinden, die da stattfinden. Now you might be thinking. Vielleicht denkst du. I can't believe there's Satanists next door that are worshiping. Also ich kann nicht glauben, dass es da Satanisten gibt in unserer Straße oder in meiner Nachbarschaft. Because we have this idea, denn wir haben diese Vorstellung, that Satanists all walk around with long black cloaks on and tattoos over their face or you know whatever kind of picture you have of a Satanist. Dass Satanisten rumlaufen mit schwarzen Gewändern bis unten auf den Boden mit schweren Stiefeln. Okay, but here's the thing. Aber es geht um Folgendes. When we choose to serve another God, wenn wir uns entscheiden, einem anderen Gott zu dienen, anything other than the living God, irgendetwas anderes außerhalb des lebendigen Gottes, at the end of the day you're worshiping Satan. Letztlich endest du dabei, dass du Satan anbetest. Because there's one living God, denn es gibt nur einen lebendigen Gott. Everything else is a demon and it's connected to Satan. Alles andere sind Dämonen oder Dinge, die mit dem Satan verbunden sind. So when worship is going on to another God, und wenn also Anbetung eines anderen Gottes stattfindet, it is creating a gate, dann wird dadurch ein Portal eröffnen. For demons to come through into your region. Durch das Dämonen hereinkommen in das Gebiet, wo ihr wohnt. And we need to recognize that and understand that's how these things work. Und wir müssen das verstehen und erkennen, wie diese Dinge funktionieren. And I want you to understand. Und ich möchte, dass ihr versteht. That the greater the sacrifice offered on the altar. Je größer das Opfer ist, das dargebracht wurde auf einem solchen Altar. The more demons are being released through that altar. Desto mehr Dämonen kommen herein durch dieses Portal. Because there is a principle. Denn da gibt es ein Prinzip. The greater the sacrifice. Je größer das Opfer. The greater the power that's released. Desto größer die Macht, die da hereinkommt. So on God's altar, und auf dem Altar Gottes, the greater the sacrifice that's released, je größer das Opfer, das gebracht the more wird, angels are released out of heaven, desto mehr Engel kommen aus dem Himmel, the more of the kingdom is released out of heaven, und desto mehr Reich Gottes kommt auf die Erde. But unfortunately in the demonic realm, aber unglücklicherweise geschieht es im dämonischen Bereich, the greater the sacrifice that's released, je größer das Opfer, das dargebracht wird, the greater the demonic power that's released, desto größer ist auch die dämonische Macht, die hereinkommt.